Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Metro 2033. Wir sind ja ziemlich weit unter der Erde. Wir müssen den Strom wieder einschalten, glaube ich, oder irgendwelche Generatoren aktivieren. Und da deswegen sind wir hier zu zweit unterwegs und versuchen uns durch diese ja Grütze zu kämpfen. Ich glaube, wir können sie sogar zerstören, ja, aber das ist natürlich wieder ein bisschen munitionsfressend. Diese Teile darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja, widerlich, und sie sind überall. Hallo? Ach, kann es nicht töten, was soll's weiter? Alles voll. Gitti. Ja, ich hoffe, mein Freund kommt bald nach. Weil das geht lange nicht mehr gut. Kann er nicht auch sterben, überlege ich gerade. Ich glaube, der kann auch sterben. Autsch. Tja, und ich natürlich auch. Okay, war jetzt alles ein bisschen flott und unüberlegt. Aber ja, auf ein neues. Sollen wir eine andere Waffe wählen? Wir haben 124 Schuss, aber das kann alles schnell weg sein. Also man sieht sie. Shotgun Mini, das ist nicht mehr viel. Ich bleibe jetzt doch mal beim Revolver. Weiß ich, mein Freund. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er sterben kann. Wir müssen ja sowieso auf ihn warten. Oder sollen wir mal versuchen durchzulaufen? Ich weiß nicht mehr, ob das geht. Aber ich glaube, er bleibt dann einfach stehen oder so. Naja, wir testen das jetzt einfach mal aus. Hilft nichts. Ja. Immerhin nach, mein Freunde. Nicht zu mir. Ob es was bringt, ein paar Granaten zu werfen? Ich weiß nicht. Herrje. Na, da ist ja einiges los. Ich versuche mal einfach durchzulaufen. Vielleicht bringt es ja was. Ich glaube zwar nicht, aber gut. Warum? Nö, ich glaube, das geht nicht. Das lassen sie einen nicht. Einmal will ich es noch versuchen. Ja, tut mir leid, das ist ziemlich langweilig, was wir hier sehen. Aber ich glaube, hier darf man das nicht so einfach machen. Zumindest gibt es noch keinen Grund, warum ich sterben sollte. So. Tja, also wir sind jetzt einfach durchgelaufen. Ich warte jetzt mal ab, was passiert. Müller wurde getötet. Okay. Dann wissen wir das auch. Wir müssen bei ihm bleiben. Wir müssen das gemeinsam durchstehen. Na gut. Dann keine Gnade, schießen wir diese ganzen Teile hier ab. Jawohl. Dann wird es nämlich auch nicht ganz so viel. Aber natürlich auch das frisst Munition. So. Müller, alles klar bei dir? Ich hoffe mal. Dann muss ich Angst haben, dass er gleich stirbt. Na, hoffentlich nicht. So, das ist auch aus dem Weg. Nachladen und weiter. Git. So, das räumen wir auch mal weg. Weg. Auch weg. Ja, so sieht es doch schon mal besser aus. Wenn die Teile alle wegballern. Vielleicht kommen wir auch da durch. Da hinten wäre nämlich schon das Ende, glaube ich. So, ich mache mir noch weg. Die schöne Muni, da geht sie drauf. Müller! Uiuiui. Ja, ich hoffe, er wird es aushalten. Hinter mir ist nichts mehr, nein. Ja, hier ist die Stelle, wo er sterben würde.
kein Wunder. Ich muss mich beeilen, weil hinter mir auch schon wieder was ist. So, das lief doch schon besser, zumindest wenn du jetzt nicht stirbst. Zwei Magazine noch. Na komm, beweg dich. Oh, das war teuer, Leute. Das war teuer. Бурман, хорош дурачиться! Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Tja, gute Frage. Na dann weiter. Удачи вам, мужики. Будем за вас болеть. Es geht wieder nach unten. Мы опускались в самое чрево древней цитадели, и меня било зноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им? Ja, scheint, als ob wir bald da sind. Вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Ах, хай. Артём, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их использовать все равно нельзя. Hauptsache, die Granaten sind weg. Allerdings, deswegen sollten wir uns auch beeilen. Ist hier noch Filter? Filter? Nein, natürlich keine Filter. Gut, du bist schon vorgegangen, ja. Und wir haben hier noch ein paar Filter und Munition. Revolver, na, der ist ein bisschen veraltet. Ja, da haben wir schon was Widerliches gesehen. Autsch. Ach herrje. Müller, ich sterben. Komm, weiter. Wir haben es hoffentlich bald geschafft. Oh ne, das wird böse. Ja, da ist es passiert. Nochmal. Das wollte ich jetzt nicht. Setz sie wieder auf. 8 Filter. Gut, wo geht's lang? Ja, Müller wartet auf mich. Es hat hier nicht so viel rumtrödeln. Das sagt mir alles wieder ein. Oder auch nicht. Okay. Es wird fällig. Na gut, also hier lang beeilen wir uns halt mal ein bisschen. Filter einsammeln, Munition einsammeln, Munition einsammeln. Gut. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch mal bei der schweren Waffe. Hallo, sterben die auch? Ui, das sieht ja nicht gut aus. So, aber die Schrotmunition immerhin macht sie gut Schaden. Hinter uns ist nichts, nein. Na dann, weiter. Müller hält sich durch. So, schöne Munition. Ich dachte, ich hätte noch viel. So, nachladen. Den Rest müssen wir sparen. Weiter geht's mit dieser Waffe.
Lauf doch, Miller, lauf doch! Autsch, hinter mir. Nicht stehen bleiben. Weiter, 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 weiter. Komm, haben wir es fast geschafft? Ich glaube ja. Nicht sterben, Miller, komm. Wo müssen wir denn hin? Sprich mit mir. Ach, die Leiter. Oh ja, das glaube ich dir. Na, nichts wie hoch, bevor noch mehr von diesen kommen. Oh Mann. Ach, Satan auch noch. Na dann. Dann mach mal. Cool, wir brauchen die Gasmaske nicht. Oh, Mann. Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Na, ich hoffe, du weißt, was du tust. Эй, was ist denn das, ne? Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Widerlich. Was für ein Wesen. Дьявольщина. Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятие. Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стены. Идуй туда, я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Klar, habe ich ja so viel Bock dazu. Oh Mann. Jetzt dürfen wir Kran fahren, ne? Nett. In Anwesenheit dieser Kreatur, ey, wo muss ich denn da hin? Ach, da hinten, glaube ich. Ja, ich beeil mich. Ich beeil mich. Nicht angucken. Lauf. Autsch. Bevor es noch nach mich schlägt. Hey, was fällt denn dir ein? Git. Einfach nur Igit. Gibt's hier was für mich? Nö. Strahlung gibt's hier für mich. Ja, kein Wunder. Hier die Leiter hoch. Ja, der kann mir hier nichts. Leiter? Das ist keine Leiter. Wo muss ich denn hin? Bin ich hier falsch? Karte. Karte sagt hier hin irgendwie. Bin ich verwirrt. Wo muss ich denn hin? Mal gucken, ich bin von hier gekommen. Da geht nichts. Hier kann ich sterben. Hallo? Ach. Na also. Soll ich dir mal einen Schuss verpassen? Nee, noch besser. Ach, das juckt ihn gar nicht. Na dann. Auf nach oben. Das hat mir zumindest mal nichts getan. Noch nicht. Gut, wir müssen hier rein. Und den Kran steuern. Na dann. Tja, cool. Wir müssen jetzt die Brennstäbe herausheben. Dann immer. Autsch! Immer den Bildschirm halten. Gut, mit der linken Maustaste kann ich das runterlassen. Je
Okay. Gehen wir den nächsten Brennstoff an. Na dann. Wird Zeit, dass wir dem Monster mal seine Energiequelle wegzapfen. Und Nummer 3. So, kann ich jetzt wieder gehen? Ach nein, ich muss ja noch. Moment. Ich muss ja noch zurück. So. Ja, keine Panik. Kann ich hier aussteigen? Na komm. Okay, funktioniert. Na, nichts wie weg hier. So. Brennstäbe aktiviert. Was müssen wir wohl als nächstes tun? Ich bin hier fertig, ja. Okay, Karte sagt, ich bin fertig. Na dann, durch mit uns, bevor er noch wütend wird. Aber scheinbar ist er ein bisschen angeschlagen. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Okay. Gehen wir mal weiter. So, hier, Aufzug. Strom sollten wir ja haben. Na, also. Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Geschenk? Na dann, es geht wieder nach oben. Vielleicht haben wir die Tortur bald hinter uns. Wow. Только оглядись, Артем. Это же наше наследие. И наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Naja, man darf nicht vergessen, wir haben uns das selber eingebrockt, dass hier die Welt im Chaos versunken ist. Мы отвоюем наш мир огнем и мечом. Мельник произнес эти слова, но я будто бы уже слышал их от Хантера. Огнем и мечом. Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. Mhm, allerdings. Na dann, wir haben D6 gefunden. Das große Waffenarsenal. Ich gehe nochmal hier rein, aber da ist nichts mehr okay. Tja, wir müssen wohl wieder zu den anderen stoßen. Ich denke mal, die sollten hier auch irgendwo in der Nähe sein. Ja. Da ist Ullmann. Irgendwo. Telefon? Nee, keine Ahnung. Ein bisschen schneller, hm? Ein bisschen. Na gut, dann gucken wir uns hier halt nochmal in Ruhe um. Wenn wir schon die Zeit haben. Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю.
и попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. So, na dann, hier ist unser Gerät, das wir brauchen. Gleich, ich will mir nicht, dass du mir das jetzt gleich in die Hand drückst. Moment. Ja, wir haben jetzt alles aktiviert, wie es scheint. Kriege ich das nicht? Hallo? Na, also geht doch. Gut, da haben wir alles. Ich muss das da einpacken. Machen wir gleich. Ja, ja. Mal kurz gucken, ob es hier noch was für mich gibt, aber ich glaube ja nicht. Nö. So, die 6, ja, wir sollten das Leitsystem nehmen. Indem wir dann wohl die Atomraketen starten. Los geht's. Ja, drück einfach mal drauf. Kann schon nichts passieren. Aber vorher vielleicht die Tür öffnen. Ja. Полагайся только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Na dann, das war ja wohl ein weiter Weg, den wir zurückgelegt haben. Und wir sind jetzt am Turm. Wir erinnern uns, hier hat alles angefangen bei uns. Wir sind wieder da, wo alles angefangen hat. Na dann. Hier ist der Turm, wir haben es fast geschafft. Aber wir werden es heute nicht mehr sehen, wie es weitergeht. Denn ich werde den Part hier beenden. Ja, tut mir leid, aber die Zeit sagt, ja, wir müssen mal wieder aufhören. Doch das Finale, es wird nicht mehr lange auf sich warten. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Könnt ihr mir gerne mal wieder ein paar Kommentare und so weiter schicken. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part von Metro 2033.